Servus Leute, die Pre-Vibe-Events haben begonnen, das heißt, der Vibe ist nicht mehr weit entfernt und es kann nur noch sich um Tage handeln, bis dann 15.00 wirklich kommt. Und in diesem Video will ich euch mal meine Vibe-Tipps mit auf den Weg geben, was ich beachte, was ich für Gear spiele, was es für Kniffe gibt, um euch das Leben zu erleichtern. Alles in diesem Video, viel Spaß! Der Vibe ist da und man loggt ein und ja, sieht dann diesen Screen im Hintergrund oder hoffentlich kann man einloggen, wenn es keine Serverprobleme gibt. Da kommen wir gleich noch dazu, da gibt es auch den einen oder anderen Trick. Und ja, dann wählt man erstmal die Sprache aus. Der Name hier von diesem Account ist ekelhaft. Ist einer meiner Standard-Accounts, die unbenutzt waren und dann wählt man einfach hier mal aus. Ne? In dem Fall machen wir das recht schnell. Zack, zack, next. Geht noch nicht. Dauert kurz. Diesen Ladekringel kann man auch nach dem Vibe, glaube ich, öfters mal sehen. Und falls das bei euch der Fall ist, nach dem Einloggen, dann immer diesen Ladekringel abwarten und auf keinen Fall das Spiel schließen. Am Anfang vom Vibe kann es wirklich Serverprobleme geben und ich empfehle euch, da nicht das Spiel zu schließen, weil wir gerade diesen Ladekringel hatten. Und dann ist mein Ingame, ne? Und ja, hier ist es natürlich ein Standard-Account. Was macht man dann? Als allererstes natürlich das Wichtigste, man geht zu Rackman Services und wählt seine gekauften Klamotten aus. Ein Spaß, aber ja, könnt ihr auf jeden Fall machen. Und ja, man bereitet sich für den ersten Raid vor, muss sich vielleicht schon mal ein paar Gedanken gemacht haben, auf welche Map man geht. Ground Zero ist natürlich eine gute Option, weil da die ersten Quests sind. Also man geht als erstes mal die Quests einnehmen, ne? Shooting Cans, Ground Zero, First Line, hier Medicines auf Ground Zero finden und dann hier mit dem Car-Exit auf Ground Zero raus. Oben ins Büro Ground Zero. Und es soll jetzt kein Guide sein, wie man diese Quests angeht oder sonst was. Die Anleitung dazu findet ihr auf dem Wiki oder anderweitig. Das soll einfach bloß ein Tippvideo sein, wie ich an die Sache rangehe. Und dann natürlich auf meinem Main-Account habe ich ja, die Unheard Edition, das heißt einen Gamma-Container. Da würde dann hier unten ein Grizzly-Kit drin landen, das alles abdeckt, außer gebleckte Körperteile wieder dran machen. Ich würde ein CMS mitnehmen und dann sind auch schon 6 Slots belegt. Dann 2 Slots für Ammo und 1 für einen Painkiller Vaseline. Und den Rest, ja, ich empfehle immer, spielt gutes Gear, macht nicht den Fehler, geht nicht nur mit einer Pistole rein, sondern spielt gutes Gear und eine Waffe am besten mit Red Dot. Was sich am Anfang immer gut anbietet, ist eine AK-545 mit PS-Ammo oder eine RPK oder eine TMDR mit 855. Die Ammo hat man am Anfang in den größeren Editionen. Hier auf dem Standard-Account hat man halt PSC. Da würde ich die PP19 nehmen. Und auf jeden Fall einen Rucksack, immer ein bisschen was looten. Das ist wichtig. Und ja, wenn man dann mal Gear nachkaufen muss, also man muss bedenken, CMS und sowas ist rar. Hier hat man gar keins. Das kann man noch nicht kaufen. Das heißt, CMS sollte man auf jeden Fall da unten drin haben. Ersatz-Painkiller. Sonst was. Und immer, wenn ihr in Raid geht, folgende Dinge solltet ihr beachten. Man sollte immer questorientiert spielen. Also wenn ihr ein bisschen Progress gemacht habt, dann ist es auch mal kein Fehler, einfach rauszugehen, ein bisschen Loot mitzunehmen. Also geht nicht zu viel Risiko. Ihr müsst nicht die PvP-Fights eingehen. Geht einfach auf Selbstverteidigung, macht eure Quests. Am Anfang auf Ground Zero kann das ziemlich knifflig sein. Da wird viel los sein. Da muss man halt ein bisschen mit Bedacht vorgehen. Und ja, wie gesagt, spielt gutes Gear, spielt eine gute Rüstung und macht nicht den Fehler, geht nur mit einer Pistole rein oder noch weniger. Dann seid ihr tagged and cursed, habt Probleme mit den Scavs und könnt euch nicht vernünftig gegen Spieler verteidigen. Es ist viel besser, wenn ihr den Spieler erschießen könnt, dem ihr ein Gear dann mitnehmen könnt oder sonst was. Und als wenn ihr dann ja in den ersten Fight reingeht, die Pistole verliert, mit der nächsten Pistole geht und dann immer so weiter vor euch her stirbt, weil das Gear einfach nicht reicht. Aber das muss jeder für sich selber wissen, das ist mein Tipp. Und ansonsten, wenn man was nachkaufen muss, ihr müsst bedenken, es gibt keine Global Limits mehr. Das heißt, zum Beispiel, wenn ihr dann Jäger habt, die 133 Shotgun für die Quest bei Prepper oder so, die kann nicht mehr ausverkauft sein. Genauso wie Waffenanbauteile können nicht mehr ausverkauft sein. Hier bei Skier prädestiniert, zum Beispiel hier dieser Griff für die AK kann nicht mehr ausverkauft sein. Ihr könnt ihn immer kaufen, immer 3 Stück. Und ansonsten gibt es hier natürlich auch Red Dots und die ganzen Griffe und sonst was. Moddet eure Waffe ein bisschen, ich kann bloß empfehlen, nehmt auch einen Red Dot mit, das ist wesentlich einfacher als Iron Sights. Und meine Waffen sind so die AK-545, eine DT-MDR, eine RPK. Es empfiehlt sich immer mit PS-Ammo. Leider kann man am Anfang nur schlechte Ammo kaufen. Es kann natürlich auch sein, dass es geändert wird. Aber ja, PS-Ammo und was gibt's bei, ja, PS-Ammo bei 545 und 855 bei 556. Das sind so die Ammos, die am Anfang von Vibe wirklich gut sind. Spart ihr euch auf oder benutzt sie mit Bedacht, aber nutzt sie. Und ansonsten müsst ihr halt Ammo nachkaufen. Was sich da halt auch lohnt, ist Spieler zu looten. Ne? Schaut in die Magazine rein, nehmt die 855-Ammo mit, nehmt die PS-Ammo mit und so weiter.
Und ja, dann geht's los mit dem Vibe und dann, wenn es gut läuft, dann hat man die Ammo immer auf Lager. Wenn es nicht so gut läuft, dann muss man halt vielleicht ein bisschen nachkaufen und hier in den sauren Apfel beißen. MK25 Mod kaufen oder die PRS-Ammo hier. Aber wie gesagt, kann auch geändert sein. Und das ist so die Sache beim Gear. Natürlich hier bei der Rüstung, wenn man nachkaufen muss, kann man sich hier mal sehen. Ah, nee. Ah, hat er gar nicht mehr. Moment. Ich bin mir gerade nicht sicher. Eigentlich müsste der doch ein Gear haben. Naja, auf jeden Fall, Headphones sind auch wichtig. Ansonsten müsst ihr halt eine Packer nehmen, ist besser als nichts. Und Headphones hier, auch wenn es bloß die GSSH sind, kann man bei Prepper kaufen. Und bei Jäger kann man auch hier das Cobra-Visier kaufen. Und bei Skier gibt es auch ein Red Dot und so weiter. Also ich kann jetzt da nicht ewig ins Detail gehen. Aber ihr wisst, was ich meine. Man sollte sich auf jeden Fall jedes Mal gieren. Und wenn man dann im Raid ist, auch jedes Mal ein bisschen was looten, nicht zu kleine Backpacks mitnehmen und schon mal drauf achten, was man an Sachen sammeln kann und kann sich dann auch eine Lucky Scav Junkbox früher oder später kaufen, um dann Barter-Items ja, auf Tasche zu haben. Und dazu sollte man sich die Wishlist herrichten und wie wir das machen, das schauen wir uns jetzt dann gleich mal an. Bevor wir über die Wishlist reden, sollten wir kurz über das Wiki sprechen, weil da kriegen wir nämlich die Items her, die da drauf gehören. Und ja, das Wiki, ich brauche es jetzt nicht näher erklären, ihr könnt da jede Quest nachschauen. Und benutzt auf jeden Fall das englischsprachige Wiki und beachtet, nach dem Vibe ist es natürlich nicht direkt up-to-date. Also ja, schaut in die Patchnotes, die ich jetzt natürlich noch nicht kenne, ob sich irgendwas geändert hat oder ja, haltet eure Ohren offen. Und beachtet halt, dass sich im Vibe immer was ändert und dass vielleicht auch andere Items gebraucht werden und so weiter. Aber ja, hier könnt ihr alle Quests nachschauen und unter anderem auch die Items, die man für alle Quests braucht. Und dazu sucht man einfach mal nach Quests und dann schaut man hier dieses Bild, ne? Diese ganzen Items. Das sind alles Gegenstände, die ich auf die Wishlist unter Tasks adden würde. Alles, was grün ist, braucht man hier Found in Raid. Und da kann man vorher schon mal drüber gehen und das adden, so gut es geht. Leider Gottes läuft gerade ein Event, bei dem der Flea Market gesperrt ist. Das heißt, man kriegt alle Items nicht unbedingt her. Das ist ein bisschen doof gerade. Aber ja, vielleicht habt ihr die im Stash und so weiter und könnt da einfach mal drüber gehen. Und, oder habt die beim Trader frei und so weiter. Und dann könnt ihr Rechtsklick drauf machen und Add to Task. Schauen wir uns gleich in-game an. Und es gibt natürlich hier auch noch fürs Hideout gibt es dasselbe auch nochmal. Also die zwei Sachen würde ich adden. Erstmal die Liste von den Quests für insbesondere die Found-in-Raid-Sachen und Hideout. Da gibt es hier dann auch eine Übersicht. Und zwar Hideout-Materialien würde ich da auch adden. Insbesondere als ja, Barter-Sachen oder so. Die werden viel wert sein, je nachdem, wann man sie braucht. Und man ja, sollte sie auf jeden Fall aufheben. Mindestens bis zu dem Punkt, wo man dann den Flea Market hat. Und da kann man dann recht viel Geld mit einigen Items machen. Aber ja, da würde ich jetzt wieder viel zu arg ins Detail gehen. Die Items, die man insbesondere am Anfang braucht, damit kann man viel Geld machen. Ne? Hose ist sowas. Bowls, Nuts ist am Anfang nicht so viel und steigt dann. Und ja, Hose ist so prädestiniert. Jetzt kommt es noch, also was man halt auch gerne mal vergisst, ist so Crickets oder sonst was oder hier die HW-Matches und dann so Sachen für Quests wie zum Beispiel die PM-Pistols, Found in Raid und sowas. Das kann man sich alles auf die Wishlist setzen und dann dadurch, ja, sich einigen Ärger ersparen, indem man dann Sachen nicht verkauft und da gewarnt wird, hey, das ist Wishlist-Zeug, das braucht man vielleicht für den Barter. Aber wie man das genau macht, das schauen wir uns jetzt nochmal in-game an. Leider läuft gerade das Pre-Vibe-Event, bei dem der Flea Market ja deaktiviert ist und deshalb kann man nicht im Flea Market jedes Item einfach eingeben und dann auf die Wishlist packen, auf die man sie haben will. Also hier Rechtsklick, Add to Wishlist, Tasks oder Hideout oder Barter oder je nachdem, was man halt haben will. Aber es gibt dann einen Workaround und ja, nicht wundern, da bin ich auch erst während meines Streams drauf gekommen. Deshalb ist der Teil jetzt ein bisschen später aufgenommen und auch auf meinem Main-Account, der im Moment ausschaut wie Sau, aber das ist bloß nebensächlich. Also, wenn man hier eine Wishlist erstellen will mit Tasks und Barter-Items fürs Hideout oder Hideout-Items, die man dann von der Liste vom Wiki hat, kann man das ganz einfach übers Handbuch machen. Hier sind nämlich auch alle Items. Da hat man als erstes mal seine eigene Wishlist und da kann man dann auch Sachen wieder runternehmen. Also hier könnt ihr die Wishlist auch nochmal einzeln bearbeiten und dann kann man hier auf Barter-Items gehen, Others, kann dann hier durchgehen, wenn man will, oder Building Materials kann dann hier direkt durchgehen oder man kann dann auch hingehen und hier oben direkt suchen. Alkali zum Beispiel, das ist ein Item, das man dann braucht. Dann kann man hier auf Add to Wishlist gehen, na, für Tasks und dann ist Alkali drauf. Und dann braucht man auch den Flea Market nicht dazu. Und dann könnt ihr euch das so einrichten. Und wenn ihr ganz vorbildlich seid, dann könnt ihr auch während des Vibes dann Items, die ihr schon abgegeben habt, dann auch direkt von der Wishlist wieder runterlöschen. Was es dann auch wesentlich übersichtlicher macht, dass ihr wisst dann, welche Sachen habt ihr schon abgegeben für welche Quest und welche braucht ihr noch und sowas. Aber mal sehen, ob ich das selber durchhalte. Aber am besten sollte man das so machen.
Und so funktioniert es mit der Wishlist. Also, nicht im Flea-Market da jetzt versuchen, was zu suchen, ne? Alkali, das geht im Moment nicht, findet er nicht, sondern hier übers Handbuch und dann hier ganz gediegen Barter-Items oder was halt haben wollt. Ihr könnt auch schon mal jede Ammo oder sowas vor auf die Wishlist setzen und hier oben die Wishlist bearbeiten. Ist ein sehr gutes Feature und ist mir auch erst während meines Streams gekommen. Und ja, kann ich nur empfehlen, das so zu machen. Ein Punkt am Anfang vom Vibe ist sehr wichtig und das ist die Serverauswahl. Viele von euch wählen vielleicht zu wenig Server aus und haben dann lange Matching-Zeiten oder ja, haben ihren Geheimserver, auf dem sie am liebsten questen und so. Sowas funktioniert am Anfang vom Vibe nicht. Es ist so, es spielen sehr viele Leute und umso mehr Server man ausgewählt hat, umso geringere Matching-Zeiten hat man und insbesondere umso besser kann man Scav-Runs machen. Also ihr kennt es vielleicht, dass halt Scav einfach komplett überlaufen ist, wenn man ja das machen will. Und wenn ihr mehr Server auswählt, dann habt ihr geringere Matching-Zeiten bis gar keine Matching-Zeiten als Scav. Und da kann ich empfehlen, ja, wählt einfach so viele wie möglich aus. Ihr seht jetzt hier im Hintergrund die Serverauswahl. Das ist natürlich von Person zu Person unterschiedlich, was die Internetleitung halt hergibt, ne? Und das müsst ihr vielleicht schon vorher rausgefunden haben oder jetzt noch schnell raustesten, welche Server ihr auswählen könnt. Also, ich wähle immer alle Server mit Ping unter 140 aus. Das heißt, hier alles ab Dubai würde ich auswählen. Einfach so viele Server wie möglich. Und dann hat man einfach die geringste Matching-Zeit. Und wenn da Server dabei sind, wo ihr wisst, oh, da hatte ich schon Probleme, da fliege ich vielleicht vom Server und so, dann lasst die natürlich weg. Dazu habe ich in meinem Discord auch einen kleinen Thread. Rausfinden, auf welchem Server man spielt oder so, wenn man von einem Server fliegt und den dann aussortieren. Könnt ihr unter Problemlösungen im Discord nachschauen. Und ja, auf jeden Fall spart euch so einen Haufen Matching-Zeit. Und muss halt immer mit ein bisschen Bedacht gemacht werden, weil ja, man spielt dann mit einem hohen Ping oder ja, meine Internetleitung ist ganz, ganz gut dafür. Bei euch sieht es vielleicht anders aus, ne? Dann habt ihr dann auf Dubai 300er Ping, dann könnt ihr den nicht auswählen. Also ich mache alles mit Ping unter 140. Wenn ihr auf der sicheren Seite sein wollt, dann bleibt mit allem unter 100 oder ähnlichem und ja, auf jeden Fall so viele wie möglich. Und dann gibt es noch eine Sache. Am Anfang vom Vibe ist sehr viel los. Das heißt, der Launcher ist möglicherweise überlastet, der Login-Server ist überlastet, es gibt Serverausfälle und so weiter. Wenn der Launcher läuft, dann schließt ihn nicht und startet ihn neu. Das kann passieren, dass ihr dann in der Warteschleife hängt, ihr einen Fehler bekommt, ihr nicht mehr reinkommt. Das ist, wenn ihr direkt am Anfang spielen wollt. Also, bevor das Game live geht, macht den Launcher auf und dann habt ihn hier so und dann so schnell wie möglich updaten, rein ins Spiel. Und wenn das Spiel läuft, dann schließt es auch nicht, außer es crasht oder sonst was. Aber schließt das Spiel nicht, startet euer Game nicht neu, schaut, dass alles vorher läuft. Weil insbesondere am Anfang vom Vibe kann es einfach passieren, dass ihr da nicht mehr reinkommt. Je nachdem, es gab solche Vibes, da war kein Problem. Es gab Vibes, da gab es ein Serverproblem. Ich weiß noch, letzten Vibe bei mir habe ich 3 Stunden später starten können, weil ich den Launcher geschlossen hatte, das Game geschlossen hatte. Und ja, auf jeden Fall, daraus lernt man. Und ich kann bloß empfehlen, Launcher offen lassen, Game offen lassen und ja, in-game bleiben, solange ihr könnt, wenn ihr wirklich am Anfang vom Vibe spielen wollt. Das waren meine wichtigsten Vibe-Tipps. Man hätte natürlich noch wesentlich mehr ins Detail gehen können, aber das würde den Rahmen dieses Videos doch dann ein bisschen sprengen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ich noch hätte erwähnen sollen, was ein wichtiger Vibe-Start-Tipp ist, den ihr geben könnt. Und ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, wie gesagt, ein Kommentar. Und wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch mit dem Vibe, deutlich mehr auf Twitch. Und in diesem Sinne, macht's gut und bis dann, einen guten Start in den Vibe.